Hallo ihr Lieben, wir gehen jetzt gemeinsam auf die Shaktimat. Ich weiß, manchmal kann das herausfordernd sein, aber wir fühlen uns alle danach pudelwohl. Ich möchte dich gerne ein bisschen heranführen, dir eine kleine mentale Unterstützung geben, gerade für den Anfang, wenn die Spitzen sich noch sehr spitz anfühlen. Und dann werden wir hier 10 Minuten gemeinsam auf der Matte genießen. Du darfst natürlich auch länger liegen bleiben, wenn du das möchtest. Richte nun deine Matte und deine Unterlage so ein, wie du es haben möchtest. Ich möchte mich heute mehr auf den oberen Rücken konzentrieren und auch auf den Nacken. Ich habe da hier noch so eine schöne Nackenrolle. Wenn du keine haben solltest, kannst du dir natürlich auch ein Kissen unter die Matte an sich legen, damit dieser Bereich hier ausgefüllt ist. So, dann würde ich sagen, los geht's. Setze dich vor deine Matte. Und beginne dich langsam auf deine Matte abzulassen. Es ist hier ganz besonders wichtig, dass du dir Zeit nimmst, um alles einzurichten, dass alles so liegt, wie es liegen soll, damit du natürlich auch voll und ganz loslassen kannst. Und dann konzentriere dich als allererstes auf deinen Atem. Spüre Ein- und Ausatmen, wie er kommt, wie er geht. Und erlaube dir, mit dem Ausatmen noch mehr loszulassen. Ganz oft halten wir noch etwas fest, wenn wir beginnen, uns auf diese Matte zu legen. Es dauert einen Moment, bis wir uns an die Spitzen gewöhnt haben. Jeder Ausatmung gibst du dich mehr und mehr dem Boden hin, erlaubst dir loszulassen. Vielleicht gibt es schon Gegenden oder Regionen, die sich nicht mehr ganz so spitz anfühlen, in denen sich ein Gefühl der Wärme ausbreitet. Ein Gefühl, dem du dich noch mehr hingeben möchtest, du noch mehr loslassen möchtest. Versuche auch in den Gegenden deines Körpers entspannt zu bleiben, die keinen Kontakt mit deiner Matte haben. Versuche immer mehr und mehr loszulassen. Versuche weiter ruhig ein- und auszuatmen. Spüre, wie der Einatmen sanft dein Brustbein hebt
der Ausatem ist wieder senkt. Wie sich dein Nabel ganz sanft im Rhythmus des Atems hebt und senkt. Spüre immer mehr und mehr diese Leichtigkeit, die sich in dir ausbreitet. Spüre die Zufriedenheit. Zufriedenheit, es auszuhalten. Zufriedenheit darüber, dass sich der anfängliche Schmerz bereits in Wärme und in ein ganz sanftes Kribbeln umgewandelt hat. Versuche auch, deinen Geist zu entspannen. Versuche nicht, über ernste Themen nachzudenken, zu grübeln. Versuche, deine Gedanken einmal ganz bewusst wahrzunehmen und lasse sie vorüberziehen, so wie Wolken am Himmel. Ein Gedanke kommt, du betrachtest ihn und dieser Gedanke verlässt dich auch wieder. Genieße deine ganz besondere Zeit auf deiner Shakti-Matte, deiner Akupressur-Matte.
Wir sind jetzt gemeinsam seit circa 10 Minuten auf der Shakti-Matte. Du kannst jetzt ganz selbst für dich entscheiden, ob du auflösen möchtest oder ob du noch mal liegen bleiben möchtest. Ich danke dir für diese gemeinsame Runde Entspannung. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Genuss. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Nicole.